Marianne Preuß, geboren 14. Juni 1969 in Konstanz, wohnhaft in Niedergüllersen, ledig gelernte Altenpflegerin, derzeit arbeitslos, seit dem 22. August 2008 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Am 1. August 2008 gegen 18 Uhr lockte die Angeklagte den Tiefkühlkostlieferanten Ronald Krüger unter dem Vorwand, ihre Tiefkühltruhe sei kaputt, in den Keller ihres Hauses in Niedergüllersen. Dort servierte sie ihm einen Kaffee, den sie zuvor mit einem Schlafmittel versetzt hatte. Nachdem der arglose Mann seine Tasse ausgetrunken hatte und müde wurde, nahm er das Angebot der Angeklagten an, sich kurz auf der Matratze im Keller auszuruhen. Als er dort schließlich eingeschlafen war, kettete ihn die Angeklagte mit dem linken Fuß an eine 5 Meter lange Eisenkette, deren anderes Ende sie an einem Haken in der Wand befestigte. Die Angeklagte tat dies, weil sie sich in Ronald Krüger verliebt hatte und hoffte, dass dieser ebenfalls Gefühle für sie entwickeln würde, wenn er nur mehr Zeit mit ihr verbrächte. Erst am 21. August gegen 23 Uhr gelang es Ronald Krüger, sich von seiner Kette zu befreien und zu flüchten. Die Angeklagte wird somit der Freiheitsberaubung in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Frau Reuss, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Selbstverständlich. Ich habe niemanden eingesperrt. Ronald Krüger, der hat sich doch selber bei mir in den Keller gehockt. Der hat mir vorgegaukelt, dass er mich liebt. Wenn Sie sagen, dass der Herr Krüger aus eigenem Willen bei Ihnen im Keller geblieben ist, dann frage ich mich natürlich, wieso soll er dann jetzt behaupten, dass er von Ihnen gefangen gehalten wurde? Na, weil er Lösegeld von seinem Schwiegervater erpressen wollte. Deshalb. Und damit die ganze Geschichte ein bisschen glaubwürdiger erscheint, hat er und seine Frau die Geschichte mit mir eingefädelt. Das müssen Sie jetzt alles mal von Anfang an erklären, würde ich sagen. Woher kennen Sie denn den Herrn Krüger? Na, Ronald stand irgendwann bei mir vor der Tür und hat mir seine Tiefkühlware angeboten. Wann waren das? Mitte Juni war Ronald das erste Mal bei mir und naja, dann war er eigentlich immer ziemlich häufig bei mir in der Gegend, rein zufällig. Naja, wir hatten dann auch ziemlich gleich eine Affäre am Laufen. Wussten Sie, dass der Herr Krüger verheiratet ist? Ja, schon. Gerade am Anfang hat er ziemlich viel sich bei mir über seine unglückliche Ehe ausgeheult. Das war wohl echt seine Masche. Und ich bin voll auf diese Schamnummer reingefallen. Ich war halt auch echt verliebt. Aber ich wollte keine Heimlichkeiten. Ich wollte, dass er sich scheiden lässt. Und wie hat der Herr Krüger das gesehen? Er hat gesagt, das geht nicht. Deswegen habe ich ja dann auch Schluss gemacht. Wieso wollte er sich nicht scheiden lassen? Ja, weil er... Hat er jedenfalls gesagt, weil er auf das Geld von seinem Schwiegervater angewiesen ist. Dem gehört ja auch das Haus, in dem er und seine Frau wohnen. Und nach einer Scheidung wäre er völlig mittellos, hat er behauptet. Bis wann waren Sie denn mit Herrn Krüger zusammen, Frau Preuß? Bis zum 1. August. Und dann habe ich es beendet. Wenn Sie sich am 1. August von Herrn Krüger getrennt haben, warum soll bitte schön Herr Krüger ausgerechnet am gleichen Tag in Ihren Keller eingezogen sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Na doch, der hat mich auf Knien angefleht, hat gesagt, dass er mich liebt und dass er unbedingt bei mir bleiben will. Und naja, dann bin ich halt drauf eingegangen. Verstehe ich aber noch nicht so ganz. Warum sind Sie denn auf die Bitte eingegangen, wenn Sie sich doch eigentlich trennen wollten? Naja, so ganz glücklich war ich jetzt nicht mit meiner Entscheidung. Ich habe gedacht, naja, vielleicht überlegt er sich's noch mal anders. Und naja, als er dann mir angeboten hat, noch 500 Euro Miete zu überweisen, habe ich gedacht, man kann's ja mal probieren. Also Frau Preuß, das ist ja eine total wilde Story. Aber das passt doch alles von vorne bis hinten nicht zusammen. Ja, ich weiß, das hört sich total verrückt an, aber so war's. Also Herr Krüger wollte sich nicht scheiden lassen, soll sich aber freiwillig wochenlang in ihren Keller gesetzt haben und nie bei seiner Ehefrau gemeldet haben, das ist doch lächerlich. Ja, das habe ich mir ja auch erst überlegt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie komisch. Aber ich habe mir das dann so zusammengereimt, dass er seiner Frau irgendeine Lüge aufgetischt hat. Was weiß ich, er wäre auf dem Lehrgang oder irgendwie sowas. Na, jetzt bin ich auch schlauer. Frau Preuß, das glauben Sie doch alles selber nicht, was Sie uns hier erzählen, oder? Sie haben Herrn Krüger in Ihren Keller eingesperrt und dort festgekettet oder angekettet. Wieso sollte ich Ronald denn anketten? Ja, damit er nicht weglaufen kann, so wie die anderen Männer, die nichts von Ihnen wissen wollten. Ach, das ist doch überhaupt nicht wahr. Ach, das ist außerdem nicht wahr. Hatte ich sehr wohl auch andere Verehrer. Mhm. Sie haben, soweit ich recherchiert habe, Unmengen von Kontaktanzeigen aufgegeben. Sie haben auch sich bei mehreren Partnervermittlungsagenturen angemeldet. Sie waren ja sogar bei einer Wahrsagerin. Alles ohne Erfolg. Ja, aber... Also ich bitte Sie, Frau Staatsanwältin, deswegen ist meine Mandantin doch keine Verbrecherin. Ja, deswegen nicht. Viele, viele Singles nehmen heutzutage diese Art der Partnersuche in Anspruch. Und bloß, weil man noch den Richtigen nicht gefunden hat, kettet man doch noch lange keine Männer im Keller an. Ich bitte Sie, ja, Frau Schrank, aber ich gehe davon was aus, haben Sie dass denn für eine Fantasie? Ich gehe davon aus, dass Ihre Mandantin ein gestörtes Bindungsverhalten hat. Ja? Ich meine, sie hat ja jahrelang ihren kranken Vater gepflegt, nachdem ihre Mutter ja schon sehr früh gestorben ist. Und als dann auch noch ihr Vater starb, war sie ja praktisch sozial isoliert.
Wird mir jetzt auch noch zur Last gelegt, dass ich meinen Vater gepflegt habe? Das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Das ist mir echt zu blöd. Ich habe überhaupt nichts Schlimmes gemacht und werde ja als total bekloppt dargestellt. Also meine Mandantin ist nach meiner Überzeugung, Frau Staatsanwältin, absolut unschuldig. Sie ist das Opfer, und zwar ganz eindeutig das Opfer einer hinterhältigen Intrige. Hier geht's doch in Wahrheit um Geld. Dafür spricht doch auch dieser Erpresserbrief, der angeblich bei den Krügers aufgetaucht sein soll. Dieser Erpresserbrief, der soll ja am 18. August bei den Krügers unter der Tür durchgeschoben worden sein. Und in diesem Brief soll der Erpresser 200.000 Euro Lösegeld für die Freilassung von Ronald Krüger gefordert haben. Ja, und dieser Brief stammt ganz eindeutig eben nicht von meiner Mandantin. Meine Mandantin hat doch erst am 16. August mit einem Lotterielos 300.000 Euro gewonnen. Das heißt, sie hat überhaupt keinen Grund für eine Erpressung, abgesehen davon, dass sie für den Zeitraum sowohl der Brief als auch der Geldübergabe ein Alibi hat. Herr Vorländer, wenn Sie aufgepasst hätten, hätten Sie mitbekommen, dass ich Ihrer Mandantin das mit der Erpressung gar nicht vorwerfe. Ihr ging es doch um etwas ganz anderes. Ich gehe davon aus, dass dieser Lösegelderpresser irgendein Trittbrettfahrer war, der durch Zufall mitbekommen hat, dass Herr Krüger spurlos verschwunden ist. Und der wollte die Gunst der Stunde nutzen und hat versucht, die wohlhabende Familie der Frau Krüger auszunutzen, ja, und Geld von ihr zu erpressen. Niemals! Ronald hat mich total reingelegt. Er und seine Frau haben die ganze Geschichte eingefädelt. Reden Sie doch mal mit meinem Bruder und seinem Kumpel. Die wissen, dass Ronald freiwillig bei mir im Keller war. Ja, das wollen wir auch noch tun. Aber zunächst gibt es denn noch Fragen an die Angeklagten Keine selbst? Fragen. Keine Fragen. Dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Herr Vorsitzender, ich würde allerdings, bevor wir den ersten Zeugen hören, ganz gerne noch mal ganz kurz auf dieses Buch zu sprechen kommen. Geht das? Ja, bitte, selbstverständlich. Ja. Danke. Was soll das denn Sie jetzt mit doch dem dieses Buch? Buch, oder? Kennen Sie dieses Buch? Ja, ist ja meins. Und hat dieses Buch Sie auf die Idee gebracht, den Mann in Ihren Keller einzusperren? Das ist ja absurd, was Sie mir hier ankreiden. Haben Sie sich vielleicht erhofft, dass Herr Krüger sich in Sie verliebt, wenn er abhängig von Ihnen ist? Das ist ein Roman und ich bin noch nicht blemblem. Na, in diesem Buch geht es um das sogenannte Stockholm-Syndrom. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem sich die Opfer von Entführungen im Grunde unbewusst und aus Selbstschutz mit ihren Entführern solidarisieren, die Nähe suchen, eine enge Beziehung aufbauen. Und zum Teil geht es sogar so weit, dass sich die Opfer von den Entführungen in ihre Peiniger verlieben. Das wird ja echt immer abenteuerlicher, was mir hier alles angekreidet wird. Also diesen Bestseller habe ich in der Tat auch in meinem Schrank stehen. Bin ich jetzt auch verdächtig, Frau Staatsanwältin? Nein, Herr Vorländer. Herr Krüger war ja nicht in Ihrem Keller. Ich würde aber ganz gerne noch eine Sache hier aus dem Buch zitieren. Hören Sie mal gut hin, Frau Preuß. Er denkt sich, wie soll sie dich lieben, wenn du ihr doch das Schlimmste angetan hast? Wenn du sie wochenlang eingesperrt hast, ohne Sonnenlicht? Aber er muss es einfach tun. Er fasst seinen ganzen Mut, es ihr zu sagen, ich liebe dich. Und dann geschieht, was er nie für möglich gehalten hätte. Auch sie sagt, ich liebe dich. Sie fühlt sich bei ihm zu Hause. Sie fühlen sich voneinander angezogen, ohne dass es zu ändern ist. Sie lässt ihre Familie im Stich und geht ganz zu ihm. Haben Sie sich das Gleiche erhofft, Frau Preuß? Das ist ein Roman. Gut, das ich denke, wir sollten jetzt mal mit dem Zeugen selbst sprechen. Ja. Nehmen Sie auch bei Ihrem Verteidiger Platz und wir hören uns mal den ersten Zeugen an. Ronald Krüger, bitte. Also, Tag. Ich hier mit Romanen versuche, die Herr Krüger, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Herr Krüger, Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier aussagen sollen. Natürlich wissen Sie, dass Sie da die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie rein vorsorglich, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten dadurch. Sie heißen Ronald Krüger, 38 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind verheiratet, selbstständige Unternehmer in so einer Tiefkühlkostkette und verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein, ich kann es überhaupt kaum ertragen, mit dieser Verrückten hier wieder in einem Raum zu sitzen. Darf der mich hier denn jetzt einfach Nein, so beleidigen? Nein, das darf er nicht. Das stellen wir sofort mal klar. Hier wird niemand beleidigt. Außerdem habe ich hier ein psychiatrisches Gutachten. Das können wir, um das ein für alle mal klarzustellen, hier auch schon verlesen. Da steht ganz klar, bei der Patientin Marianne Preuß konnte nach gründlicher Analyse und Untersuchung keine krankhafte Störung im Sinne des § 21 StGB festgestellt werden. Ja? Eben. Ich bin also, bestimmt nicht verrückt. Nun, das hätten wir ja jetzt geklärt. Herr Krüger, Sie wissen, es geht heute darum zu klären, ob die Angeklagte Sie gegen Ihren Willen 3 Wochen lang in Ihrem Keller festgehalten hat. Allerdings hat sie das. Du hättest echt Schauspieler werden sollen. Du bist ja sowas von dreist und verlogen. Du hast mich wie ein Hund im Keller angekettet. Ach, du warst doch freiwillig da. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Woher kennen Sie die Frau Preuß überhaupt? Naja, ich habe mich im Frühjahr mit einem Tiefkühlwagen selbstständig gemacht. Und ich war eben dabei, meine Route auszubauen und ich war auf der Suche nach neuen Kunden. Und da habe ich eines Tages an ihrer Tür geklingelt. Wie sah so ein Kundenbesuch bei Frau Preuß bei Ihnen aus?
Ja, ich lieferte ihr die bestellte Ware, ja, dann immer noch mal ein kurzes Schwätzchen in der Küche. Und wie das ganz normal so ist. Also. Die Frau Preuß hat gerade eben behauptet, Sie wären sich dabei näher gekommen. Oh, niemals! Ich bin verheiratet! Außerdem ist sie überhaupt gar nicht mein Typ. Die ganzen Annäherungsversuche, die gingen nur von ihr aus. Annäherungsversuche ist ein gutes Stichwort. Was hat sie denn gemacht? Sie hat jedes Mal Kaffee und Kuchen vorbereitet. Und dann mich immer in irgendein Gespräche verwickelt. Aber ich hatte bald echt den Ballon voll von ihr. Haben Sie Frau Preuß das spüren lassen? Naja, indirekt. Ich habe ihr gesagt, dass momentan echt viel zu tun ist und dass für unser Kaffeekränzchen in Zukunft keine Zeit mehr sein. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, ich denke, es hat sie sehr getroffen. Da tat sie mir fast schon ein bisschen leid. Es war genau umgekehrt. Er hat mich angemacht. Sie haben geplant, ihn in Ihrem Keller einzubunkern, sobald er das nächste Mal bei Ihnen vor der Tür steht, bevor Sie ihn ganz verlieren. Genau so war's. Ja, schildern Sie es uns bitte mal, wie es dann dazu kam. Das war ja der 1. August. Ja, das war der 1. August. Ich bin eben zu ihr, um die gelieferte Ware abzuliefern. Und ich wollte sie ganz schnell abfertigen an der Haustür. Aber da hat sie mich gebeten, einmal im Keller noch mal nach ihrer Tiefkühltruhe zu schauen. Und da würde irgendwas mit der Elektrik nicht funktionieren. Und darauf sind Sie dann eingegangen? Da habe ich mich natürlich leider breitschlagen lassen. Wie gesagt, ich wollte sie auch nicht verlieren als gute Kundin. Also bin ich runter in den Keller, habe nach dem Ding geguckt. Naja, und sie hat mir wieder einen Kaffee angeboten. Und da muss irgendwas drin gewesen sein. Betäubungsmittel oder ein Schlafmittel. Jedenfalls nach kurzer Zeit war ich total müde. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Jede Bewegung fiel schwer. Und da hat sie mir angeboten, mich im Nebenraum kurz auszuruhen. Und da muss ich dann sofort eingeschlafen sein. Die Situation, als Sie wieder wach geworden sind, können Sie die mal bitte beschreiben? Boah, es war grauenhaft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in so einem Kellerloch mit einer Eisenkette am Fuß. Ich dachte, ich drehe durch. Und dann kam irgendwann Marianne da rein und hat gesagt, das müsse so sein. Ja, am besten schauen wir uns mal den Kellerraum an, in dem Sie dann 3 Wochen verbracht haben. Die Polizei hat ein Video angefertigt von diesem Kellerraum, nachdem Sie Anzeige erstattet haben. Also geht der Beschluss, das Video der Polizei wird in Augenschein genommen. Schauen Sie sich doch mal diesen Raum an, Frau Staatsanwältin. Also ich sehe da überhaupt keinen Hinweis, dass der Herr Krüger da in diesem Raum gegen seinen Willen festgehalten worden sein soll. Schauen Sie mal, da stehen sogar hübsche Blumen auf dem Tisch. Ja, Sie wollten ein ganz schönes, schlichtes Zimmer mit Fernsehecke. Sie wollten es Herrn Krüger ja auch hübsch da machen. Da ist das Bett. Also ganz ehrlich, unter Kellerverlies, wo jemand gefangen gehalten wird, da stelle ich mir wirklich was anderes vor. Werfen Sie doch mal einen Blick in das schöne integrierte Bad mit zwei Waschbecken. Wollen Sie einziehen, Herr Vorländer, oder was? 500 Euro Miete sieht es aber auch nicht aus. Gut, es ist schlicht. Also, Ihr Geschmack ist ja interessant. Schlicht ist es schon, aber gemütlich, oder wie? Jedenfalls kein Entführungsloch. Ja? Nicht? Dann schauen Sie sich mal den Eisenhaken da an der Wand an. An dem Ding war ich angekettet. Ich hatte gerade mal 5 Meter Spielraum, dass ich gerade noch das Badezimmer erreichen konnte. Und jedes Mal hat Marianne die Tür sowieso noch abgeschlossen. Es war furchtbar. Es wurde aber keine Eisenkette in dem Zimmer gefunden, Herr Krüger. Ja, bis Herr Krüger nach seiner Flucht im Nachbarort angekommen ist, hatte die Angeklagte ja auch genug Zeit, die Kette verschwinden zu lassen, Herr Vorländer. Es gab gar keine Kette. Natürlich gab es diese Kette. Der Eisenhaken an der Wand zeigte eindeutige Abriebspuren von Chrom und gehärtetem Stahl. Das hat hier das Gutachten eindeutig erwiesen, Frau Preuß. Und genau daraus bestand ja auch noch das Schloss, das an der Fußfessel hing, die der Angeklagte ja auch noch hatte, als er dann im Nachbarort angekommen ist. Ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen. Darf ich, Herr Vorsitzender? Bitte. Danke. Ja, und das andere Ende, Entschuldigung. Ja, verzeihung. Das andere Ende der Kette war auch noch am Haken befestigt mit dem Schloss. Ja, ja, genau. Das ist die Fußfessel. Die war hier am linken Fuß festgemacht und abgeschlossen. Und mit diesem Schloss hier war die Kette dran befestigt. Die Fessel, die hat er sich selber angemacht, damit die ganze Geschichte ein bisschen glaubwürdig erscheint. Ich habe hier ein ärztliches Gutachten und demnach erlitt der Herr Krüger durch eine Fessel Schürfwunden, Hämatome am linken Fußgelenk. Wir haben auch Fotos, die der Arzt da geschossen hat. Herr Krüger, wie hat sich denn die Angeklagte während dieser 3 Wochen Ihnen gegenüber verhalten? Tja, abgesehen von der Fußfessel gab es keine weitere Gewalt. Und ich hatte jedes Mal panische Angst. Ich wusste ja gar nicht, was sie von mir will oder was sie mit mir vorhat. Ich hab echt mit dem Schlimmsten immer gerechnet, wenn sie wieder reingekommen ist. Das ist so eine Gemeinheit, wirklich. Ich hab für dich gekocht. Ich hab für dich dein Zimmer aufgeräumt. Ich hab für dich deine Wäsche gewaschen. Und das ist jetzt der Dank? Die Frau ist total wahnsinnig. Haben Sie mal versucht, der Frau Preuß Geld für Ihre Freilassung zu bieten? Das habe ich, aber sie wollte kein Geld. Sie wollte ihre Liebe. Haben Sie in dem Haus noch irgendjemand außer der Angeklagten bemerkt? Nein, die ganzen 3 Wochen, niemanden. Und am Ende der 3 Wochen, was ist da passiert? Ja, da habe ich dann die Kette an meinem Fuß endlich kaputt gekriegt. Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass Marianne gegangen ist, dann habe ich mit dem Stuhlbein auf ein Kettenglied eingeschlagen. Bis das irgendwann mürbe wurde.
Ja, Gott sei Dank war die Kette nicht ganz so dick. Ja, dann habe ich gewartet, bis Marianne die Zimmertür aufgeschlossen hat. Bis sie ein bisschen näher kam, dann bin ich auf sie los, hab sie weggeschubst und ich hab dann nur noch gesehen, dass ich rauskam. Und wohin sind sie denn geflüchtet? Ich bin querfeldein, gleich bis ins nächste Dorf. Und am ersten Haus habe ich erstmal Alarm geschlagen. Es war ja auch schon dunkel und spät. Bis dann irgendjemand aufgemacht hat, dann konnte ich endlich die Polizei anrufen. Es war ziemlich spät. Ihr Notruf, der ging dann am 21. August um 23.12 Uhr bei der Polizei ein. Herr Krüger, das Ganze war doch ein abgekartetes Spiel mit Ihrer Frau. So war es doch. Nachdem das Lösegeld bezahlt worden war, haben Sie das Haus meiner Mandantin verlassen, haben sich dann ein bisschen abgehetzt und an dem nächsten Nachbardorf Ihre Story von der Entführung aufgetischt. So war es doch. Das ist ja wohl echt unglaublich. Ich habe 3 Wochen in dem Kellerloch vor mich hin vegetiert. Meinen Sie, das mache ich umsonst oder zum Spaß? Für 200.000 Euro? Dass ich mich so in diesen Menschen täuschen konnte. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt alles habe ich für dich gemacht. Und dann verrätst du mich wegen ein paar Kröten. Die Frau ist total wahnsinnig. Noch weitere Fragen? Keine Fragen, danke. Dankeschön, dann dürfen Sie Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Reden wir mal mit Ihrer Ehefrau, Antonia Krüger, bitte. Frau Krüger, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ich muss Sie zunächst natürlich belehren, Sie müssen die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Vorsorglich 55 StPO. Auf Einzelfragen müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Antonia Krüger, 31 Jahre alt, wohnen in Köln, verheiratet, Buchhändlerin, verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Und wir sind heute hier, um zu klären, ob die Angeklagte ihren Ehemann 3 Wochen lang gegen seinen Willen in ihrem Keller festgehalten hat. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass das passiert ist. Ich habe 3 Wochen lang Tag und Nacht um meinen Mann gebankt. Frau Krüger, wenn Sie wirklich so eine große Angst um Ihren Mann hatten, warum sind Sie dann eigentlich erst 3 Tage nach seinem Verschwinden zur Polizei gegangen? Wissen Sie, wir hatten einen heftigen Streit am 1. August am Frühstückstisch. Und da habe ich erst gedacht, er wäre deswegen nicht nach Hause gekommen. Aber als ich ihn dann auch auf dem Handy nicht erreichen konnte und die Kunden schon anriefen und haben vergeblich auf ihre Tiefkühlkostbestellung gewartet, da wusste ich, da ist was passiert. Ja, 3 Tage kommen mir aber dafür doch sehr lang vor, Frau Krüger. Ja, mein Gott, wir hatten uns halt richtig gezofft. Die Polizei hat mir dann gesagt, sie hätten eh keine Suchaktion in die Wege leiten können. Sie wissen ja warum, oder? Weil sie von einem halben Jahr ihren Mann schon mal als vermisst gemeldet haben und der ist dann nach 1,5 Wochen unbeschadet wieder aufgetaucht. Ja, die haben die Sache dann nicht mehr so ganz ernst genommen. Weshalb ist Ihr Mann eigentlich damals weggeblieben? Wegen einer anderen Frau. Und worüber haben Sie sich mit Ihrem Mann am 1. August gestritten? Wegen seiner ständigen Affären. Ich habe mal wieder Lippenstift und Parfum auf seinem Hemd gefunden, als ich die Schmutzwäsche sortiert habe. Ihr Mann hat also häufiger was mit anderen Frauen angefangen? Ja, mein Gott. Er ist halt ein Weiberheld. Aber das wusste ich schon, als ich ihn geheiratet habe. Wir raufen uns eben immer wieder zusammen. Und ohne einander können wir auch nicht. Das ist mir dann auch noch mal klar geworden, dass ich nicht ohne ihn kann, als ich dann den Erpresserbrief im Flur gefunden habe. Wann haben Sie diesen Brief entdeckt? Am 18. August. Ich gehe montags morgens immer von 11 bis 12 Uhr joggen. Und als ich dann zurückgekommen bin, da lag dieser braune Umschlag vor meinen Füßen. Den hat wohl irgendjemand zwischen die Tür geschoben. Und was stand in dem Brief? Ich sollte 200.000 Euro Lösegeld für meinen Mann zahlen. Wann und wo? Sollte ihn am 20. August um 22.15 Uhr im Kurpark deponieren. Wo genau dort? Hinter den Kräutergärten, im letzten Mülleimer, da wo alles so zugewuchert ist. Haben Sie diesen Brief noch vorliegen, Frau Krüger? Nein, ich habe ihn gemeinsam mit dem Geld in die Plastiktüte gepackt. Ich sollte das so machen. Ich habe mich genau an die Instruktionen des Erpressers gehalten. Konnten Sie denn an dem Erpresserbrief irgendwas Auffälliges erkennen, was das Schriftbild betrifft oder vielleicht Papier? Nein, das waren alles nur Schnipsel, ausgeschnitten aus irgendeiner Zeitung. Jetzt hatten Sie es schon angesprochen, wegen des Geldes hatten Sie sich an Ihren Vater gewandt. Ja, ich habe ihn angerufen und ihn gebeten, mir das Geld zu leihen. Ich habe nicht so viel Geld. Und Ihr Vater ist ohne weiteres in der Lage, Ihnen einen so hohen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen? Ja, er ist ziemlich vermögend. Sagen Sie mal, würden Sie eigentlich Ihren Vater als freigebigen Mann bezeichnen? Nein, das kann man nicht gerade sagen. Ich musste ihn auch überreden, mir das Geld zu leihen, weil ich ja nicht die Polizei alarmieren wollte. Warum wollten Sie die Polizei nicht einschalten? Weil in dem Erpresserbrief stand, dass Sie Ronald umbringen. Dass Sie mich beobachten. Das Risiko konnte ich doch nicht eingehen. Hat Ihr Vater Ihnen dann das Geld trotzdem gegeben? Ja, ich konnte ihn dann überreden. Ich musste ihm allerdings versprechen, wenn Ronald auftaucht oder auch wenn er nach 3 Tagen nicht auftaucht, die Polizei zu alarmieren.
Durch Ihre Nachbarn, Frau Krüger, habe ich erfahren, dass Sie zusammen mit Ihrem Mann Auswandererpläne haben. Neuseeland, oder, Frau Krüger? Ja, wir zwei, wir träumen schon lange davon. Und Ihr Vater, hat Sie der dabei unterstützt? Nein. Und die 200.000 Euro wären aber dann ein ganz schönes Startkapital für Neuseeland, nicht wahr? Was wollen Sie denn damit sagen? Ich habe gehört, dass Ihr Vater Ihren Mann für einen ziemlichen Nichtsnutz, Tunichtgut hält und Sie seit der Hochzeit an der kurzen Leine hält. Na und? Ich glaube, dieser Erpresserbrief hat niemals existiert, Frau Krüger. Ach, ich denke mir doch sowas nicht aus. Und ich bin mir sicher, dass diese Lösegeldübergabe in Wahrheit auch niemals stattgefunden hat. Diese ganze Erpressungsnummer, Frau Krüger, das ist doch alles von vorn bis hinten fingiert. Und die Frau Preuß, die haben Sie für Ihre ganze Geschichte doch nur benutzt. Das ist doch unglaublich. Das ist doch gar nicht wahr. Ja, aber wenn er Ihnen das Geld sonst nicht gibt und wenn Sie dringend unbedingt an sein Geld kommen wollen... Trotzdem. Schau doch nicht meinen eigenen Vater übers Ohr. So was mache ich nicht. Vielleicht sind Sie ja wirklich unschuldig. Nur Sie, Frau Krüger, meine ich. Es kann ja sein, dass Ihr Mann sich irgendwelcher anderer Komplizen bedient hat. Das ist doch wohl echt ungeheuerlich. Lassen Sie doch bitte mal diese Gefahrenunterstellung. Ich sitze doch nicht 3 Wochen in so einem Kellerloch da. Wofür denn? Mach ich doch nicht umsonst. Das ist doch Quatsch. Weitere Fragen? Keine Fragen. Dankeschön. Dann hören wir uns mal den Bruder der Angeklagten an. Knut Preuß, bitte Sie dürfen den Platz nehmen und bleiben unvereidigt. Dankeschön.